eine Frage des Erbguts. Das heißt vor allem der Augenfarbe der Eltern. Haben beide Eltern braune Augen, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind auch braune Augen bekommt, bei 75%. Dasselbe gilt auch bei grünen Augen. Bei beiden Eltern mit blauen Augen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind blauäugig ist, bei 99%. Haben die Eltern nicht dieselbe Augenfarbe, dominiert im Allgemeinen die dunkle Farbe. Haben beide Elternteile eine helle Augenfarbe, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind blaue oder grüne Augen bekommt, jeweils bei 50%. Dasselbe gilt für Eltern mit braunen und blauen Augen. Na, trifft das auch bei euch zu?